Anna, Interior-Designerin bei IKEA. Und heute nehme ich euch mit zur zweiten Folge Shop With Me mit mir. Wir sind ja bei uns zu Hause in Köln-Ehrenfeld. Ich wohne hier mit meiner Familie, meinem Mann und meinen beiden Kindern. Und wir beschäftigen uns heute mit unseren Aufbewahrungs- und Ordnungsproblemen im Kinderzimmer. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, die verlinke ich euch hier. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit nach oben. In der letzten Shop With Me-Folge haben wir uns ja hier mit unserem Bett befasst und wie ich es schaffen kann, mit Textilien mehr Privatsphäre zu schaffen. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Aufbewahrung. Wir hatten in der Ecke ja einen Mix aus Flohmarktmöbeln und verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Der Platz reicht aber nicht mehr aus und brauchen auf jeden Fall eine bessere Lösung für mehr Aufbewahrung und für mehr Struktur und Ordnung. Das Hauptsystem, was wir gewählt haben, ist Platzer. Und Platzer ist ja auch super aufbaufreundlich. Die Korken, die man wählt, lassen sich super schnell zusammenstecken. Und das neue Regal, was dazukommt, was wir in Blau gewählt haben, das lässt sich auch sehr, sehr simpel zusammenbauen. Natürlich, wie bei allen Sachen, liest man die Aufbauanleitung am besten vorher. Dann muss man es nicht nochmal auseinanderschrauben. Böden lassen sich durch ein einfaches Klicksystem sehr schnell einsetzen und wer unsere Planungssysteme kennt, der weiß, dass sich das auch in verschiedenen Kombinationen frei kombinieren lässt. Das Schöne an Platzer ist, es lässt sich hervorragend mit unseren Türen aus dem Kindersortiment kombinieren, die ich natürlich hier fürs Kinderzimmer gewählt habe. Die haben natürlich diese abgerundeten Ecken, einfach aus Kindersicherheitsgründen. Die haben diese Soft-Scharniere, dass die Kinder sich nicht klemmen können. Die Fronten lassen sich in verschiedenen Farben wählen und auch die Griffe kann man individuell platzieren, wo man sie hinhaben will oder auch andere Griffe wählen. Beim Montieren der Türen muss man eigentlich nur darauf achten, auch wie bei allen Sachen, dass man mit der Bedienungsleitung gut durchliest. Wenn man nur, so wie ich jetzt gerade alleine, schraubt man die Scharniere zuerst fest und hängt dann die Tür ein und schraubt sie fest. Eins der wichtigsten Sachen, die aufbewahrt werden müssen, sind Kuscheltiere. Da gibt es eine passende Box und viele andere, aber ich habe mich für Stuck entschieden. Die ist also soft, weich und lässt sich auch schnell aufbauen. Das ist sie dann im aufgebauten Zustand und passt von der Breite her in Platzer rein. Man kann auch zwei übereinander machen. Ich habe hier mal ein paar Kuscheltiere, die ich reinmachen würde. Falls ihr euch wundert, warum wir dieses Kuscheltier zum Beispiel dreimal haben. Das ist und war das Lieblingskuscheltier von unserem Sohn im Kindergarten. Und wir haben die sogar, glaube ich, viermal den Hund, weil für zu Hause, falls er verloren geht und bei der Tagesmutter und überhaupt. Weil das wäre eine Riesenkatastrophe gewesen, wenn der weg gewesen wäre. Deshalb gibt es diesen Hund mit dem Supernamen Wow drei- oder viermal. Man kann jetzt das zweite drüber setzen und nochmal Kuscheltier rein oder natürlich einen Einlegeboden reinsetzen und noch mit anderen Sachen arbeiten. Wir haben jede Menge Klemmbausteine und es wird leidenschaftlich gesammelt und es wird auch nie weniger. Wir haben es jetzt in einem alten Schrank, den wir hatten, haben wir unsere schönen Sammlerboxen. Die passen leider nicht optimal in Platzer rein. Dafür finden wir jetzt eine andere Verwendung. Ich habe andere Boxen gefunden aus Kunststoff, die dieselbe Funktion haben. So kann man jetzt wunderbar die Boxen in den Schrank reinmachen. Das würde ich jetzt mit allen anderen Farben auch machen. Auf den ersten Blick bin ich total happy, weil wir richtig viel mehr Platz gewonnen haben. Bücher war immer bei uns ein Problem. Wir haben jede Menge Bücher. Die Kinder lesen sehr, sehr gerne und lassen sich gerne vorlesen. Jetzt haben wir alles an einem Platz, haben eine gute Übersicht, was wir alles haben. Die Kuscheltiere sind super verstaut und ein tolles System für die ganzen Klemmbausteine haben wir auch. Hier in der Wand haben wir das Trofa-System. Das haben wir schon sehr lange. Und das unterstützt wunderbar unser Prinzip, dass die Kinder selber sich die Sachen nehmen und selber wieder aufräumen.
Wir waren immer sehr limitiert, es ging nur bis hier. Jetzt endlich gibt es als Neuheit das Trofas-System als einzelnen Würfel. Das heißt, wir konnten es endlich um 2 erweitern. Trofas ist ein sehr dankbares System. Es ist also, wie alles bei IKEA, hat es eine gute Beschreibung. Man braucht nicht viel Werkzeug, man kann es sogar nur mit einem Kreuzschlitz und mit dem Imbus zusammenbauen, der ja immer dabei ist. Ich habe einen Akkuschrauber gewählt, um einfach schneller zu sein, aber das ist in 5 Minuten aufgebaut. Das gibt es nicht nur in Holz, es gibt es auch noch in Weiß und in Grau. Auch hier, wie wir das vorher schon hatten, habe ich die dazugehörigen Boxen gekauft. Die lassen sich ganz schnell reinschieben. Und da lassen sich dann auch wunderbar kleine Bücher, andere Klemmbausteine, die jetzt meiner Tochter gehören, oder kleine Puppen oder so verstauen. Dann habe ich noch beim Einkaufen was ganz Tolles gefunden. Das war eigentlich gar nicht auf der Liste, aber mir geht es genauso wie euch allen. Ein kleines Regal für Figuren für Hörboxen. Man kann natürlich auch, wenn man keine Speakerbox hat, kann man was anderes drauf machen, was man sammelt oder Autos oder keine Ahnung was. Wir haben das hier für diese Figuren genommen, für die Musikbox. Des Weiteren habe ich was super Tolles entdeckt. Bei uns ist immer ein Problem, es ist ein bisschen dunkel hier im Raum. Ich habe ein ganz, ganz tolles neues Lampensystem gefunden. Die sind fürs Kinderzimmer geeignet, weil die LED sind. Die werden nicht heiß, die lassen sich leicht bedienen. Die laufen mit Akkus, lassen sich mit dem USB-Stecker laden. Kann ich euch hier mal zeigen. So macht man das raus, nimmt es mit runter zum Laden. Die lassen sich ganz leicht rein und rausnehmen, wenn sie aufgeladen sind. Und dann hier ist ein kleiner Knopf. Hier ist das zugehörige Ladekabel dazu. Man baut hier einfach die Akkus ein und lädt das dann mit dem USB-Stecker. Dann hat es hier diese Klebepads. Man bestimmt die Position. Ich würde es jetzt hier unter den einen Trofast-Würfel machen, dass das hier durch den Versatz nicht schräg ist. Die Klebepads abziehen. Und schon hat man eine super funktionale Beleuchtung im Kinderzimmer. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr eure Spielsachen wegräumt, aufräumt, strukturiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert auch gerne den Kanal, denn in 2 Wochen gibt es die nächste Shop With Me Folge. Tschüss!